dem wirklich ersten Part des Let's Plays, im letzten Part haben wir dem Nullten, habe ich was erklärt, wie ich das Let's Play geplant habe, was ich im Let's Play vorhabe. Und habe unseren Charakter erstellt, indem ich alles nochmal ein bisschen gezeigt habe, die ganzen Klassen, die ganzen Rassen. Haben den Charakter erstellt und jetzt beginnen wir heute die Reise durch Mittelerde. Ich fange an mit der Stufe 1. Wir spielen jetzt also das Intro in diesem Part wahrscheinlich. Und ab sofort werden die Parts eine gewöhnliche Länge von 25 Minuten pro Video haben. Also wir fangen einfach mal an. Wenn ihr nur den Part nicht geschaut habt und den noch schauen wollt, ihr findet den in der Playlist verlinkt. Da habe ich ja wirklich schon einen Charakter erstellt und halt ein bisschen was erklärt. Wenn es euch nicht interessiert. Oder ihr den nullten Part übersprungen habt, weil ihr von dem Haus schon kommt. Und ich da ja auch gesagt habe, ihr könnt zum ersten Part schalten, dann heiße ich euch natürlich auch herzlich willkommen. Auch für alle neuen Leute, die auf dem Kanal gelandet sind, die heiße ich auch herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal und betreten Mittelerde. Ja, jede Rasse hat ihre eigene Einführung. Dann tun sich aber die Wege von den Rassen auch wieder vereinen und am Ende sind dann wirklich alle in der Open World gemeinsam unterwegs. Und ich bin jetzt hier Hochelben-Einleitung quasi. Die ziemlich cool ist meiner Meinung nach. Werdet ihr jetzt gleich sehen. Im Jahr 3434 des zweiten Zeitalters versammelte sich ein großes Bündnis von Elben und Menschen, um sich dem dunklen Herrscher und seiner Eroberung von ganz Mittelerde entgegenzustellen. Die Hochelben, die Gesegneten von Valinor, hatten am meisten unter Sauron und Morgoth, dem Feind, gelitten und waren entschlossen, dieses Böse für immer aus der Welt zu verbannen. Ja, befinden uns zurzeit des zweiten Zeitalters, wo Sauron das erste Mal besiegt wurde. Und, Bündnis von Elben und Menschen damals. Kennt man ja, die Story. Und in dem sind wir jetzt. Wir sind Hochelben. Bedeutet, wir sind sehr, sehr alt, weil wir nicht sterben können. Also, wir können nicht natürlichen Tod sterben. Wir können natürlich einen gewaltsamen Tod sterben. Ich erkläre zu dem ganzen Hut und so weiter, erkläre ich dann was, wenn wir, im Startgebiet sind. Ich klicke jetzt mal die ganzen Tipps weg. Ich brauche natürlich nicht alles. Ich stelle später auch erst alles ein. Ich muss hier ein bisschen Sachen noch umstellen, was ich aber jetzt schon mal mache. Ich ganz kurz das Thema verschieben. Wenn ihr Heidegger nicht kennen solltet, mal ganz kurz zu Beginn hier rechts unsere Quests. Hier ist unsere Minimap. Wir müssen von Anfang gar nicht wissen, hier unten links sind wir. So, wir haben hier Hatalin und die erste Aufgabe ist, dass wir mit ihr sprechen sollen. Das machen wir auch gleich. Und da das hier eine Mordor-Neuerung ist, ist hier Grafik ein bisschen höher. Das heißt, es kann sein, dass der PC dann ein bisschen angestrengt ist, weil die Performance von Heidegger Online, muss man leider sagen, ist nicht immer überall gut ausgreift. Das war auch schon damals so, ist bis heute so, dass er keine sehr gut, wenn nicht perfekte Performance hat. Aber ich glaube, da kommen wir wieder weg. Wir sprechen erstmal mit ihr. So, ich mache das gerade mal ein bisschen größer. Wie gesagt, ich lese es als vor, das habe ich nur ein paar erwähnt, falls ihr nur ein paar nicht geschaut habt. Schaut euch zumindest den Beginn davon an, würde ich es mal vorschlagen, weil da erkläre ich wirklich, was ich vorhabe, nämlich auch, dass ich die ganzen Questtexte durchlese, dass wir hier die Story komplett mitnehmen werden und so. Das heißt, es ist zwar ein neues Let's Play, aber der dritte Part ist eigentlich der richtige erste, deswegen schaut auf jeden Fall mal rein. Nathras, ihr wart in einer tiefen Trance gefangen und ich konnte euch jetzt erst aus ihr wecken. Lasst nicht zu, dass der Feind eure Gedanken und Bilder unserer Niederlage trübt. Wie Sauron sicher weiß, sind wir dieser Schlacht überlegen. Aber ein enger getriebener Feind ist am gefährlichsten und es gibt in diesem Reich keinen, der hinterhältiger ist als der Feind. Wir müssen unsere Sorgen vorerst hinter uns lassen und unseren Vorteil nutzen. Hört euch die Ansprache des Hochkönigs an das Bündnis an. Fortsetzen. Hochkönig Gil-galad hat uns zu sich gerufen, Nathras. Auf nun! Wir haben so viele Herren und Männer versammelt, die ihnen gingen. Das könnte immer noch nicht genug sein. Isildur redet da gerade. König Georg, der Eidbrecher, ist mit seiner verräterischen Sippe in die Berge geflohen. Und Durin hat uns nur einige hundert seines Volkes gesandt. Hört mich an, Elben und Männchen, die Zeit der Worte ist vorbei. Sauron sät nur Zitat zwischen jenen, die sich ihm entgegenstellen. Und seht nur, zu was das geführt hat. Die Könige von Lorien und dem Waldreich haben ihre Truppen in den sicheren Tod getrieben. Und für was?
Die Stolz hat sie blind für den Verrat des Feindes gemacht. Sauron ist geschickt darin, den Stolz und die Ängste seiner Gegner zu seinen eigenen Zwecken zu nutzen. Die Menschen von Numenor, die noch in diesem Reich verblieben sind, kennen seine Heimtücke nur zu gut. Das Schicksal von Numenor und Eregion ist in der Tat tragisch, aber Saurons Zorn ist seit diesen dunklen Jahren nur noch stärker geworden. Sollten wir diese Schlacht verlieren, wird sich nie wieder jemand ihm entgegenstellen. Der dunkle Herrscher sammelt jenseits des schwarzen Tores seine Kräfte neu. Wir müssen durch den Morannon brechen. Nur dann wird Sauron ganz gezwungen werden, für das Leid zu büßen, das er unseren Völkern zugefügt hat. Wir müssen diesen Bösen ein Ende bereiten, bevor... In der Ferne erklingt ein Horn, während ein Kundschafter einen nahen Hügel herabrennt. Hochkönig, es nähern sich Reiter, sie kommen von hinter dem schwarzen Tor. Es ist eine kleine Gruppe, nur 9 an der Zahl. Will der Feind vielleicht doch noch verhandeln? Sauron setzt seinen Diener nicht als Botschafter ein. Lasst sie ungehindert fortreiten, aber bleibt wachsam. Wir werden uns ihnen auf dem Feld stellen. Endlich zeigen sich die Träger der 9 Ringer. Schattenkönige, die Gefrain, die sind aus der Dunkelheit zurückgekehrt. Ich folge dem jetzt einfach. Ganz frisch, wie wir eben sind. Stellt die Kirche rein. Die kommen näher. Also Prominenz und Mittelerde hat sich hier gerade versammelt. Und die kennt ihr, glaube ich, auch schon. Oh, da kein großer Herderinge. Falls ich großen Herderinge drin sein sollte, die kennt man bestimmt trotzdem. Also, wenn ich die wen dann. Und das ist auch mit ihren Codenamen. Diese harten, bevor sie aber nur als die 9 bekannt wurden. Dann haben wir ihn. Der Elbenkönig, die verfluchten Getreuen. Also ich komme nicht verdorben. Mein Herr hat mir befohlen, euch seine Bedingungen zu unterbreiten. Bedingungen? Ist unser Bündnis so stark, dass euer Herr sich ergeben möchte? Sauron der Große spricht nicht davon, dass er sich ergibt, sondern ihr euch. Sprecht, Diener von Sauron. Ich bin kein einfacher Diener. Ich spreche mit dem König der Menschen und dem Herrn der Nazgûl. Nazgûl, sprecht eure Sprache nicht mehr. Ihr seid kein König. Dafür hat der Ring gesorgt, den ihr tragt. Schweig, Elbenwicht. Das sind deine Bedingungen. Celebrimbor hat 3 Ringe zum Hohn seines Werkes geschmiedet. Ihr werdet sie aushändigen und schwören, niemals wieder vor die Tore Mordors zu kommen. Ihr werdet gut beraten, sein freundliches Angebot anzunehmen. Und wenn wir annehmen sollten, was kann er uns versprechen, damit wir sicher sein können, dass er nie wieder Krieg gegen uns führt? Er bietet gar nichts an. Mit Sauron kann es keinen Frieden geben. Dieses Angebot ist nur eine weitere Lüge. Geht jetzt. Viel zu eurem Herrn und sagt ihnen, dass ein Ende naht. So sei es. Sauron der Große hat mir vorerst Einhalt geboten, dass seine Geduld nähert sich dem Ende. Ihr und euer erbärmliches Herr seid diejenigen, die fliehen solltet. Denn schon bald wird es keinen Zufall mehr geben, egal wie gut versteckt sie auch sein mag, die von Saurons Herrschaft frei ist.
Nathras, wir müssen reden. Da wir Saurons Forderungen abgelehnt haben, dürfen wir nicht mehr darauf hoffen, dass die Gwetereien sich in dieser Schlacht zurückhalten werden. Nathras, bevor die Neuen aufgetaucht sind, habe ich die Speere von Lindor mit einem Garnison aus Menschen Elben vor losgeschickt. Da wir Saurons Forderungen abgelehnt haben, dürfen wir nicht mehr darauf hoffen, dass die Gwetereien sich in dieser Schlacht zurückhalten werden. Ihr kennt die Speere als Teleron, Melgorin und Derinert, und sie standen schon in so mancher Schlacht gegen Sauron und seine schreckliche Diene an meiner Seite. Als sie aufbrachen, schworen sie, die Gaben des Feindes zu überqueren und seine Bedauerungsmaschinen zu vernichten. Zwar wurde unsere Position schon länger nicht mehr mit Katapulten beschossen, aber die gesamte Front wurde mit dieser Maschine in Schutt und Asche gelegt. Müsst du für mich als Kundschafter vorgehen und eine Nachricht für mich überbringen. Find heraus, was mit der Garnison geschehen ist und gib den Überlebenden eine Nachricht, die ihnen Hoffnung machen wird. Das Bündnis rückt auf das schwarze Tor vor und kein Mensch und kein Ork wird unseren Sieg über Sauron verhindern können. Geht nun. Ich werde das Bündnis für den Vormarsch auf den Morannon bereit machen. Behaltet euch die Zeit vorsichtig, Nathras. Finde heraus, was mit den Sperren von Lindon in ihrer Garnison passiert ist. Das ist unsere Aufgabe. Und wir folgen dem Morigen, der uns nämlich immer zeigt, was unsere nächste Quest sich befindet. Ja, die Schlacht tobt hier. Und wir mischen uns natürlich da jetzt ganz geschickt drin ein. Aha, warum machst du die einfach weg, Spiel? Ich möchte die ein bisschen sortieren, jetzt schon direkt zu Beginn. Weil ich das immer so habe. Und komm da hoch. Aber ich stelle später nochmal als alle. Hab ich keine Waffen? Ich erkläre euch alles später, Leute, wenn ihr nichts rafft. Ich habe aber keine Wurfspeer, okay. Mir folgt einer. Schnell hier entlang. Die Sperre von Lindon konnten Sauron Strom standhalten, in der Lage wird immer verzweifelter. Bring die Nachricht des Hochkönigs den Sperren von Lindon. Einer der Gwetereien ritt nach Westen und trieb unsere Truppen auseinander, aber der andere, er hat Teleron. Jetzt tun wir alles ein bisschen. Also die Sprachlautstärke. Tue ich mal nach unten machen. Einer der Gwetereien ritt nach Westen und trieb unsere Truppen auseinander, aber der andere, er hat Teleron. Sprecht schnell, unsere Feinde rücken aus dem Osten auf uns zu. Ihr erzählt den einen von eurer Begegnung mit den Gwetereien und ihr bringt die Nachricht des Hochkönigs. Die Gwetereien, zwei von ihnen kamen aus Norden durch unsere Garnison. Einer geht nach Westen und trieb unsere Truppen auseinander. Aber der andere, er hat Teleron. Er fing Telerons Schwerter im Kampf mit einem bösartig aussehenden Seil ein und schlief mit seinem Reit nach Osten. Ich konnte ihm nicht durch die Masse an Orks folgen. Ich habe versagt. Ich habe versagt, den Hochkönig enttäuscht. Ich muss weiterkämpfen. So, jetzt noch zu Miguel. Helft den Verwundeten auf dem Schlachtfeld und hoffen wir gemeinsam, dass das Bündnis rechtzeitig eintrifft, um die Truppen des Feindes zurückzuschlagen. Verkündet, Nathras, ich bin Miguel von Lindon. Wie steht es in den Kämpfen im Norden? Jetzt erzählt Miguel von einer Begegnung mit den Gwetereien und überbringt die Nachricht von Hochkönig Gil-galad. Wenn wir an diesem Tag wirklich das Schwarze Tor angreifen wollen, muss das Bündnis bald hierher vorstoßen. Wir haben getan, was der Hochkönig verlangt hat. Wir haben die Waffen des Feindes vernichtet. Aber als die Quetereien aufgetaucht sind, fielen viele von unsere Truppen wurden überall auf der Dagolat verstreut. Die Gesichter der Welfgarin, wie ich sie kannte, als ich die Ringe nahm, sind längst verblasst. Und diesen hier erkannte ich an seiner Klinge. Er wird der verfluchte Reiter genannt. Lieb sein Reittier über Mensch, Elb und Ork gleichermaßen. Leider mussten wir uns zurückziehen und konnten nur wenige auf dem Schlachtfeld helfen. Jetzt versuchen wir, den einzigen Weg über die großen Graben zu halten. Und der Gegner hat neue Trebuchets und Ballisten herangeführt. Helft den Verwundeten auf Schlachtfeld und hoffen wir gemeinsam, dass Bündnis rechtzeitig eintrifft, um die Truppen des Feindes zurückzuschlagen. Rettet verletzte Soldaten von den Orks im Westen der vorgeschobenen Garnison 5 Stück.
Okay, Westen ist ja hier drüben. Soll ich schon mal auf die Map gucken? Hier ist fertig die Schlacht. Am Beben. Anzahl von Orks 1 zu 5. Danke, mein Freund. Wir hielten eine Weile stand, aber der Reiter trieb uns auseinander und tötete jeden, der sich unserem Gegner im Westen entgegenstellte. Der Reiter fegte uns zur Seite, als er vorbei war. Selbst die Orks flüchteten, als er sich näherte. Ich mache auf Weg zur Garnison. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Danke, ich schaffe schon zurück zur Garnison. Der Reiter trampelte mich nieder. Ich kann nicht. Der ist gut. Verdammt, kämpfen hier alle. Prinz Randuil ist am Leben, aber der Reiter hat ihn. Geht jetzt, er sitzt fest im Tal. Ja, der Prinz Randuil im Westen der vorgeschobenen Garnison. Gott, also. Es gibt kein Entkommen für euch. Erkennt ihr nun das Schicksal, das ihn erwartet, die sich gegen meinen Herren stellen? Der dunkle Herrscher hat keine Macht über mich, Geist. Auch wenn mein Schicksal besiegelt sein mag, meine Pfeile treffen noch immer ihr Ziel. Na, die Wille kann gebrochen werden, Trantuil vom Grünwald, und diese Klinge wird dafür sorgen. Was ist das? Die Fugische Brut von Ukveretari wollte mir etwas drohen. Diesmal wird Sauron ihr nicht vergeben. Bleibt zurück, ich werde euch für das, was ihr getan habt, in Ruhe lassen. Halt stand, ihr kämpft nicht allein. Da voll auf den Niedermeister. Sandy von dem verfluchten Reiter bewahrt und die Brut von Ukveretari zurückgeschlagen. Ich spreche mit Elrond. Der Prinz hat nur durch Glück den Angriff seines Vaters auf das Schwarze Tor überlebt. Aber die Worte des Gwataran bereiten mir Sorgen. Der Reiter sagte einen Namen Quenya, bevor er verschwand. Ukveretari, die Spinnenkönigin. Ungoliant ist aus dem Reich verschwunden, wird der Welt keine Schwierigkeiten mehr machen. Aber ihre Kinder leben noch. Sie lauern allem auf, dass sie welche schlingen können und verbreiten ihre Dunkelheit in Mittelerde. Eines von ihnen wird einen ähnlichen Hunger besitzen wie sie. Als wird die Macht des dunklen Herrschers nicht fürchten und besitzt keinen anderen Zweck als zu fressen. Es sind keine guten Neuigkeiten, auch wenn es als glücksvoll erschien, dass sie die großen Spinnen durch den Reiter stürzten. Wenn dieses Kind von Ungoliant nicht im Krieg stellen, wird sein Hunger irgendwann so groß sein, dass es ihn außerhalb von Mordor zu stehlen versuchen wird. Der Hochkönig gestattete mir zwar, euch auf der Ränge des Sperrs von Lindon zu folgen, aber nun will er, dass ihr sofort zurückkehrt. Das Bündnis hat endlich die vorgeschobene Garnison erreicht. Stoßt zu unseren Truppen, Natras. Macht euch bereit für den Sturm auf das Schwarze Tor. Stößt bei der Garnison wieder zum Bündnis. Glorfindel und ich werden die Prinzen behandeln. Geht jetzt, Natras. Ja, Ungoliant, die große Spinne. Riesig Vieh. Wurde dann aber im Laufe des Krieges besiegt, hat aber einige Kinder, einige Brut, die halt, ja, bis ins Zeitalter noch Mittelerde unter Kontrolle haben werden. Ja, und hat recht, der Hochkönig Elendil, die sind endlich eingetroffen. Guck mal, was geht hier ab. Und trotzdem bettelt sich da vorne noch. Unsere Wege trennen sich nun. Möge uns das Licht der Valar erleuchten.
Ich freue mich, euch wiederzusehen, Natras. Denaid und Melgolin haben mir von Talarons Gefangennahme berichtet. Ich bin deshalb sehr besorgt. Der dunkle Herrscher wird die Wunden, die wir ihm zugefügt haben, kaum vergessen. Und ich fürchte seine Rache. Auch wenn ich meine Pflichten vernachlässigen möchte, kann ich in einer so wichtigen Stunde meinen Blick nicht vom Schwarzen Tor abwenden. Daher betraue ich euch mit dieser wichtigen Aufgabe. Ihr müsst Talaron finden und ihn vor der Quetterei retten. Und was das Bündnis angeht. Einer aus Durgens Volk hat einen gerissenen Plan entwickelt, um die Aufmerksamkeit der Truppen des dunklen Herrschers abzulenken, sodass wir schnell am Schwarzen Tor zuschlagen können. Ich weiß zwar nicht, ob sein Plan funktionieren wird, aber wir müssen das Tor einnehmen, wenn wir Sauron besiegen wollen. Ich spreche bitte mit Slega, dem Listigen. Er ist ein ehrenhafter Zwerg, trotz seines Namens. Ihr habt ihr getan, was er verlangt, verfolgt dem Kötterin und rettet Talaron. So wir getrennen sich nun, aber ich hoffe, dass wir uns beide im Siege fühlen werden. Möge uns das Licht der Valar erleuchten. Zu euren Diensten. Oder seid ihr vielleicht zu meinen Diensten? Ist es aufgefallen, dass die Graben des Feindes scheinbar niemals aufhören zu brennen? Nun, mir ist es das. Slega deutet auf den Fässerstapel neben sich. Diese Fässer sind mit einem einfachen schwarzen Pulver gefüllt, das explodiert, wenn es mit Feuer in Kontakt kommt. Nicht nur das, brennt danach noch für Stunden. Tja, wenn es bei Steinarbeit nützlicher wäre, würde uns wohl Durin persönlich beauftragen, einige Fässer zu beschaffen. Die schwarzen Reiter des dunklen Herrschers, die verdammten Ringgeister, wie die Menschen sie nennen, sind gerissen. Aber die Blöwe sind nicht allzu klug. Sie haben die Fässer direkt neben ihren Ballisten und Katapulten stehen lassen. Wieso zündet ihr nicht ein paar Fässer an? Das sollte ihre Belagerung beenden und lange genug zum ihrer Aufmerksamkeit erregen, dass das Bündnis Schwarze Tor erreichen kann. Ach, nur darauf, nicht in der Nähe zu bleiben, nachdem die Fässer angesteckt hat. Setzt schwarze Fässer des Feindes in Brand. 6 Stück. Gut, wir gehen. Ja, ich finde hier, ist zwar die coolste Einführung von allen Völkern, aber ist auch die, die für die für Neulinge vielleicht am ungeeignetsten sind. Und wenn ihr Neulinge seid, solltet ihr eher die anderen Rassen spielen. Da lernt ihr viel mehr zu gehen. Bam. Können ja nix. Ich glaube, da haben wir alles. Ja, ist natürlich, trotz allem ist es halt die natürliche Anführung einfach easy, die Gegner hier wegzukloppen. Nutzen. Haben wir die Hälfte. Das sind jetzt ein Treu. Totenmeck gibt noch weiter. Jawohl. Sei still, du bist tot. Find die Spur des Veteranen und folgt ihr. Puff, Abdruck. Der unverkennbare Huftag des Reiters der Quellerin führt nach Nordosten. So. Vorne steht jemand. Natras, ist das möglich? Folgt mir, Herrin Hardin wird mit mir sprechen wollen. Ihr konntet ja noch den Quäler reinfinden, aber jetzt steht euch ein bekannter Elb vor euch.
Herr Renatarin, Nattar ist von der anderen Seite des Schlachtfelds gekommen. Natras, ich freue mich, euch wiederzusehen, aber leider gibt es uns kaum einen Grund zu feiern. Der Hochkönig hat mich mit seiner Truppe nach Osten geschickt, um herauszufinden, was mit dem Elben von Lorien geschehen ist. Leider ist nur Prinz Amroth im Feld. Der Vater und Jana mussten sich nach Norden zurückziehen, aber dort können wir ihnen nicht folgen. Prinz verwundert jedoch, wird er sich erholen. Ich muss euch fragen, wieso seid ihr hier? Ich erzählte Ihnen von der Aufgabe, die euch der Hexenkönig... Der Hochkönig erteilt hat und von Teleron dem Speer von Lindo, in der nun der Gewalt einer der Quitter rein ist. Euch ist das besorgniserregend. Denn Amroth sprach von einem schrecklichen Wesen, das ein Elb auf seinem Reittier hatte. Die Zeit konnte knapp werden für Teleron. Ich denke, wir müssen mehr über das wissen, was der Prinz gesehen hat. Lass uns Prinz Amroth mehr über das Schicksal von Teleron berichten. Prinz Amroth, könnt ihr von dem Reiter erzählen, den ihr gesehen habt? So sehr ich es auch erzeugen möchte, ich kann mich an ihn erinnern. Nach dem, was ihr erzählt habt, muss es einer der neuen Quettereien gewesen sein. Ich war gekleidet und auf seinem mächtigen Reiter. Ich weiß nicht, ob er noch am Leben war, aber der Quetteran hatte eine Elbe über seinen Reiter gebunden. Er hob einen mächtigen Streitkolben in die Luft und mit einem Donnerschlag fiel die Statue seines Meisters. Dann sah er mich an, was von ihm unter seiner Kapuze übrig war, schien eine Fährte aufnehmen zu wollen. In seinem Blick lag Hexerei, ich sage es euch, denn seine Augen leuchteten wie Feuer in der Nacht. Ich hielt mich für tot, denn er geht weiter in die Hügel. Nein, das kann nicht sein. Es kann nur er sein, Hittigold, der Hexenkönig Teleron. Seid vorsichtig, die Männchen des Ostens, die mein Vater getötet haben, sitzen ein Lager in den Hügeln. Dorthin muss er geritten sein. Danke, Prinz Amroth. Wenn die Männchen des Ostens den Hügel halten, müssen wir auf geheimen Pfaden wandern. Als meine Truppe Prinz Amroth zur Hilfe kam, hörte ich einen lauten Schrei und einen Donnerschlag von oben, wie das Schlagen von großen Flügeln. Es klang wie eine schreckliche fliegende Kreatur, die mindestens ebenso groß war wie die Adler. Ich konnte sie durch den Rauch nicht erkennen, aber ich bin sicher, dass ich sie aus dem Augenwinkel gesehen habe. Ich weiß nicht, ob diese Kreatur Sauron dient, aber ihre Anwesenheit lässt meine Sorge um Teleron noch größer werden. Sollte der Sechsenkönig ihn zum Aussichtspunkt gebracht haben, müssen wir durch das Ostlinglager vor uns. Die Menschen des Ostens sind durch Saurons Macht überheblich geworden, haben einen kleinen Zugang vom Wald zu ihrem Lager offen gelassen. Folgt mir, dann können wir uns hineinschleichen und so die Gefahren vermeiden, die ein direkter Vorangehensweise mit sich gebracht hätte. Folgt hat er dann in das Ostlinglager. Ich laufe jetzt mal gegen den Fels. Ja, Gott. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem ganzen Interface und so, die neu sind, erkläre ich euch alles nach der Einführung. Ich finde, das mal storymäßig sollten wir das mal hier erleben. Ist auch ziemlich cool, wie schon gesagt. Gefällt mir sehr gut. Ich habe die jetzt auch schon mal gespielt, weil ich schon mal Level 100 hochheben. Ein bisschen leise sein, Natras. Es ist nicht nur Wald. Halt, ihr war schon kurz vor dem Einschlafen zu sein. Ich erinnere um Schicksal, Menschen des Ostens. Ich treibe den Hügel hinauf für unseren Aussichtspunkt. Ihr müsst Teleron retten. Zwischen dem Lager hinweisen auf Teleron oder den Hexenkönig. Für ein Tiefer ins Lager. Ich
2 Sekunden wird ganz wild, als ihr euch nähert. Er und Tellara müssen in der Nähe sein. Die Pferde sind richtig... Die können einem richtig leid tun. Dunkle Pferde. So, still den Hexenkönig. Das wäre lustig. Wenn man Hexenkönig, wer den kennt, weiß, dass es ein ganz schön starker Kerl ist. Um es mal noch gut auszudrücken. Ja, er ist halt der Anführer der Neuen, ne? Jeder Neuen ist gefährlich, aber er ist der Gefährlichste. Und er ist auch der Namenskönig, Hexenkönig von Angmar. Und was ist ja jetzt hier im ersten Hauptspiel, sag ich mal, oder ja, im Haupt-Heading Online-Content geht, um Angmar. Also sein Reich. Der Hexenkönig. Ihr kommt zu spät, Lakai von Gil-galad. Euer Angst hat euch schutzlos gemacht und der Elb wurde von der gefühligen Kreatur meines Herren fortgebracht. Der Elbenkönig wird ihn nie wiedersehen, denn er wird für alle Zeiten im Verlies von Barad-dûr Qualen erleiden. Aber ihr Nathras, ihr werdet verändert werden, wenn ihr werdet als ein größter Feind zu Gil-galad zurückkehren. Denn das Devil ist auch uns. Neidet jetzt zwischen dem Reich des Verborgenen wieder auf. Da hat's uns zerlegt. Ja. Mit der Morgul-Klinge direkt ins Herz. Was den Verwundeten gefühlig macht. Die Trollhöhle, wir sind nun im Portal und liegen hier im Bett. Zimmerstufe 1. Womit hätte er etwas tun, versucht euch zu bewegen. Murmel. Kann das wahr sein? Herr Elrond, Nathras ist endlich erwacht. Schlaf ruhig. In dem Nathras kann euch kein Leid geschehen. Die Wunde ist schon fast verheilt, aber Nathras braucht immer noch Ruhe, Hatalin. Schlaf gut. Ich werde zurückkehren in... Ihr seid endlich erwacht. Tam sendet die Halle der Erholung. Findet Elrond im letzten heimeligen Haus. So. Überall Elben, die wir nicht kennen. Und da steht Elrond. Es freut mich sehr, dass ihr wieder auf den Beinen seid. Nachdem ihr gefallen wart, haben wir noch auf dem Schlachtfeld versucht, euch zu heilen. Mit der Hexenkönig von Angmar hat er euch eine schwere Runde beigebracht. Eine, mit der wir es bisher noch nichts zu tun hatten. Wir entschieden, euch nach Imnatis zu bringen, weit entfernt von fernes Land. Und meine Heiler versuchten, euch von dem Bösen zu befreien, das in eurer Wunde saß, habt ihr Jahre in unruhiger Agonie verbracht. Als der Krieg vorbei war, kehrte ich zurück, um ihnen zu helfen, und habe dabei viel über die Heilung von durch Morgulstahl verursachter Wunden gelehrt. Als ihr endlich schlafen konntet, habt ihr dies viel Jahre lang getan. Trotz meiner Bemühungen schwanden eure Kräfte. Aber wenn es lange Zeit in Anspruch nehmen wird, glaube ich, dass ihr Stärke wiederfinden werdet, die in euch ruht. Was die Aufgabe an euch, die euch Gil-galad übertragen hat, seht sie nicht als gescheitert an, Nathras. Niemand hatte vorausahnen können, dass der Feind sein Nazgûl schicken würde, um Tel'Aron zu holen. Leider wurde er nie gefunden, aber nach dem Fall von Barad-dûr nicht. Schmerzte Gil-galad sehr, euch beide im Krieg zu verlieren, und es heißt, dass er nicht durch all die Schlachten, die ihm folgten, mehr und mehr schwand. Dennoch versagte er niemals vor dem Feind. Nein, ihr seid nicht umsonst gefallen. Der Sieg an jedem Tage auf dem Schlachtfeld hat Früchte getragen. Sauron hat unseren Angriff 7 Jahre lang im dunklen Turm stattgehalten. Doch schließlich wurde er von Gil-galad und Elendil niedergestreckt. Elendil Sohn Isildur trennte den Ring von Saurons Fingern, hat den dunklen Herrscher damit vernichtet und aus diesem Reich verbannt. Es gibt darüber noch mehr zu berichten. Ja, wir haben nämlich alles verpennt. Die Action.
Ihr erinnert den Krieg, als wäre er erst gestern gewesen, nicht wahr? Ihr gehört zu den wenigen derer, die noch in diesem Reich verbleiben sind, die sich noch so gut daran erinnern können wie ich. Ich habe leider keinen kurz für normal laufen. Ich komme hier oft her, um über die Opfer nachzudenken, die wir in diesem Krieg erbracht haben. Die Gelehrten Eladin haben den dunklen Herrscher sich bezwungen. Allerdings auf Kosten ihrer eigenen Leben. Ja, traurig war, aber das wussten wir ja schon. Zumindest wenn man halt in der Story drin ist. Die Reiche der Elben und Menschen wurden daraufhin auf ewig verändert und die Welt ist in das dritte Zeitalter übergegangen. Und es ist schon seit vielen Jahren. Ich möchte euch ja nicht erschrecken darauf. Wir schreiben jetzt das 3018. Jahr des dritten Zeitalters. Wie viele Jahre sind es jetzt, wo wir gepennt haben? Müsst ihr mal rechnen. Es hat sich vieles verändert, aber im Nachhinein ist es immer noch so, wie ihr es kennt. Ihr habt viel Leid ertragen und das begleitet euch zu den grauen Anfurten zu reisen. Sollte das euer Wunsch sein. Die Erde verlassen, Willi. Ich sah jemand, der im Krieg eine schreckliche Wunde erlitten hat. Hifgol lautet sein Name. Da ihr zufällig heute erwacht seid, ist seine Wunde ja vielleicht auch verheilt. Seht nach, ob er aus einem langen Schlaf erwacht ist. Danach werden wir uns weiter über eure Reise zu den grauen Anfurten unterhalten. Bringt in Erfahrung, wie es Hitgold geht. Gut, sie zwar äußerlich geheilt, aber ist in einen tiefen, unruhigen Schlaf gefallen. Er kommt langsam wieder zu Kräften, schläft immer noch immer in einen ruhelosen Schlaf. Ich denke, es wird noch ein paar Monate dauern. Gut, sprecht mit Elrond, packt eure Sachen und brecht mit seinen Söhnen auf. Vieles hat sich seit unserem letzten gemeinsamen Aufbruch aus Imladris verändert. Reisevorbereitung. Es sind mich traurig, dass Hifgol immer noch leidet, aber ich hoffe, er holt sich ebenso schnell wie ihr nach Thras. Ihr müsst wissen, als ich schlachtschließlich Barad-dûr erreichte, wurde Hifgol mit einem Schlag von Sauron persönlich niedergestreckt. Nur durch die Gnade der Valar hat er überlebt. Der Stahl der Waffe des dunklen Herrschers war auf ähnliche Weise verdorben wie die Klinge, die euch durchbohrt hat, und er erlitt die gleiche Wirkung, die ihr lange erdulden musstet. Nun gut, wir haben genug über die Vergangenheit gesprochen, reden wir über die Tage, die vor uns liegen. Seit unserem letzten gemeinsamen Aufbruch aus Imladris hat sich viel verändert. Das Zeitalter der Menschen scheint angebrochen zu sein und ich spüre, dass die Zeit der Elben Mittelerde sich ihrem Ende zuneigt. In der Tat haben schon viele auf dem Schiffen unseres alten Freundes Círdan dieses Reich verlassen. Er wird jetzt von denen, die seine Arbeit kennen, der Schiffsbauer genannt und er wohnt mit den wenigen geschickten Handwerkern, die ihm seinen Diensten verblieben sind, in Mifflond. Der Großteil des Holzes, das Círdan verwendet, wird über den Hafen Silodim am Eredluin nach Mifflond gebracht und dort müsst ihr reisen, um zu den grauen Anfurten zu gelangen. Nathas, ich habe eure Absichtlichkeiten ein paar Vorräte für eure Reise bereitgelegt. Euer Ring liegt in seiner Schatulle auf dem Tisch auf der anderen Seite des Zimmers und eure Rüstung liegt in einer Truhe neben eurem Bett. Sie trägt zwar immer noch Kampfspuren, aber ansonsten habt ihr Zeit ihr nichts angehabt. Tatsächlich hat das Vergehen eines ganzen Zeitalters unser Licht getrübt. Im Osten ist ein neuer Schatten erwacht. Was das betrifft, so habe ich euch eine Schriftensammlung über die Geschichte des dritten Zeitalters zusammengestellt. Auch wenn diese weit zurückliegt. Ihr könnt sie gerne mitnehmen, wenn ihr aufbricht. Sobald ihr eure Vorbereitungen abgeschlossen habt, werden wir uns weiter über Reise nach Celodim unterhalten. Gut. Ja, und Schriften. Eine Sammlung von Schriften, die von den Ereignissen des dritten Zeitalters berichten. Holt Rüstung, holt euren Ring, packt eure Schriften ein. Ja, und hat eine Schriftsammlung über die Ereignisse zusammengestellt. Ja, ist eine Aufgabe, kriege ich dann schweiß Spiel. Schmuckkästchen, ein verzierter Behälter mit dem Ring von Eregion, den ihr einst getragen habt. Euer Auge entdeckt in dieser verzierten Schatulle des Funkel des Regens, den ihr einst trugt. Und Rüstungssammlung. Sammeln mit Bedacht.
Als ihr hineinblickt, entdeckt ihr den blassen Galant zu eurer alten Rüstung. Eladan und Elrohir werden sich einer Expedition in die Ruinen von Edhelion anschließen und euch im Verlauf ihrer Reise nach Kelondim bringen. Sehr gut, Nathras. Eure Kräfte werden nach und nach zurückkehren, wie auch die Macht eures Ringes. Ich hoffe, meine Schriften werden euch ebenfalls zu Nutzen sein. Ich kann mich zwar an viel erinnern, was während eurer Genesung passiert ist, doch ich weiß alles, was seit Ende des zweiten Zeitalters geschehen ist. Was eure Reise betrifft, so werden meine Söhne euch nach Zelundim bringen. Eladan und Elrohir werden sich auf mein Geheiß hin einer Expedition in die Ruinen von Edhelion unter der Führung des Elben Dorlas anschließen. Erzählt bitte keinem anderen davon, denn ich hatte eine seltsame Vorahnung. Und darin sprach eine Stimme zwischen verschwommenen Bildern. Blutlose Fußspuren auf schwarzem Schnee, wo der grimmige König wandelt, um seinen Thron zurückzugewinnen und zu beenden, was begonnen wurde. Das ist ein beunruhigendes Rätsel, dem ich nicht glaube, dass es bald gelöst werden wird. Habt ihr eine Idee, was es bedeuten könnte? Die Tür zusammen Sand öffnet sich mit einem gedämpften Knarren. Ach, wie dem auch sei, um diese Sorgen sollten sich Dorlas und seine Expedition kümmern. Meine Söhne warten euch an der Tür zum zentralen Hof, und wenn ihr preisebereit seid, werden sie euch nach Celadin am Redluen bringen. Ich wünsche euch noch eine schnelle und problemlose Reise. So, wir kriegen den Ring. Wir kriegen Elrons Geschenk. Wir kriegen abgenutztes Zeug. Wir kriegen was zu essen. Wir kriegen Markstein. Wir kriegen eine strahlende Schale. Ein Ring der Schnelligkeit. Mit Stufe 4. Kupferige Lebenskraft mit Stufe 2. Gebrannte Pilze, Farben. Gut, eine Waffe können wir wählen. Wir nehmen mal die Axt. Ja, ich weiß, alles ganz gut. Guck mal da. Elwin Alada. Vater hat euch sicher alles über die anstehende Reise erzählt, doch keine Sorge. Um seinen Traum braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Warum sollten wir solche Reisen natürlich genug Zeit haben, uns über andere Dinge zu unterhalten? Ich denke, dass wir sehen werden, was in den letzten 3000 Jahren geschehen ist. Mein Bruder ist bereit für die Reise nach Eredluin. Wenn ihr auch soweit seid, können wir sofort aufbrechen. Verbrach, Privat, neue Fähigkeiten, YouTube-Shop. Ein wiespiegiger Hobbit. Wir sind nicht mal ein Hobbit. So, Prolog. Unruhige See. Der Vater Monat mit den Söhnen von Elrond ist Elodim eingetroffen. Es wird nun langsam Zeit, nach Mifflon auszubrechen. Eigentlich wiegt Elrond scheinbar schwer, euch die Wahl zu lassen, ob ihr in Mittelerde bleiben und den Völkern dort helfen oder zu neuen Ufern aufbrechen wollt. Der Tarathon ist ebenfalls hier, um nach Westen zu segeln, und ihr habt bei den Vorbereitungen für eure Reise viel Zeit mit ihm verbracht. Seit sich Elrond dann irgendwie nach Edhelion aufgebracht haben. Der Zeitpunkt, um nach Westen zu reisen, ist gekommen, und dann erwartet euch an den Pieren von Zelundim. Sprecht mit Tarathon in Zelundim. Nathras, habt ihr schon die guten Nachrichten gehört? Es ist an der Zeit, nach Nilflot und in den gesegneten Valinor zu reisen. Wir waren erst seit einem Monat, aber jeder Tag erscheint wie ein Jahr, seit wir in Zelundim eingetroffen sind. Das ist Reiches wird bald von uns genommen. Trotzdem bin ich neugierig, ob eure Söhne in den Ruinen von Elrond gefunden haben, wonach sie suchten. Ich habe viele Erzählungen über die leidvolle Geschichte des Orts gehört und wie er von einem ehrlosen Zwerg namens Skorkim Grimhand vernichtet wurde. Aber nun ist er schon viele Jahre verlassen. Ich frage mich, ob überhaupt noch etwas übrig ist, das man finden könnte. Ich habe das gesegnete Reich noch nie betreten, ich habe die Geschichte von Valinor gehört. Eure Vorfahren haben einst dort gelebt, oder nicht? Ihr auch? Tedjon hat einen Moment in und mustert euch. Ihr seht rastlos aus. Was prügt euch an so einem wunderbaren Tag? Sie nie über die Vergangenheit. Prüft euch, Nathras. Ihr erzählt Tarathon, dass eure Gedanken immer um eure Freunde im Verwandten kreisen und um die Scheidung noch im Mittelerde zu bleiben. Ich sollte hier bleiben wollen. Wie ihr wisst, werden im Valinor all unsere Leiden geheilt und unsere Geister erneuert. Wir müssen uns nicht mehr um die Probleme dieser Welt kümmern. Tarathon spürt, dass euch seine Worte nicht überzeugt haben. Ich verstehe. Vielleicht solltet ihr über die Wege nachdenken, die eure Freunde und Verwandten eingeschlagen haben. Es könnte euch helfen, eine Entscheidung zu treffen. Denkt über die Wege nach, die eure Freunde und Verwandten eingeschlagen haben. Gut, aber ich würde sagen, wir machen einen Cut, der Part ist schon lang genug und die Einführung haben wir damit erfolgreich abgeschlossen. Wir sind jetzt in den Prolog-Quests, das sind quasi die Folge nach der Einführung. Das sind quasi dann die Quests, die jeder bekommt hier. Wir sind jetzt quasi hier schon in der Open World, wir haben die Einführung abgeschlossen. Im nächsten Part können wir uns dann bis Kapitel 5 übrigens gesprungen, wie ihr seht. Also haben genug EP, um Kapitel 5 zu machen, das ist in einer Einführung nicht so. Da macht man das selber, da questet man mehr selber rum. Und wird dann am Ende Level 5 und landet dann auch hier, wenn man Elb ist halt, ne?
oder als Zwergland nochmal anders. Aber da erzähle ich euch im nächsten Part alles nochmal genauer. Da war das lang genug gedauert, die Einführung war sehr lange von den Hochelben. Und ja, im nächsten Part geht's dann hier weiter mit dem Prolog und dann stelle ich ja alles ein, erkläre schon ein bisschen was mit dem Spiel. Also im nächsten Part wird wahrscheinlich auch mehr erklären, als dass wir das machen. Ja, bis dahin. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne ein Abo da lassen. Das sage ich immer nur im ersten Part eines Videos, eines Let's Plays. Und da das der erste Part ist, quasi, sage ich es an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, ich habe auch noch viele andere Projekte in petto, die noch kommen werden oder die schon gelaufen sind oder die aktuell noch laufen. Schaut auf jeden Fall mal rein und euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.